Beim Reamping wird eine bereits aufgenommene Gitarrenspur nochmal durch einen Verstärker geschickt, um den Sound noch etwas zu verändern und besser an das Arrangement anzupassen. Optimale Voraussetzung dafür ist, dass ihr eine pure Gitarrenspur ohne Amp und Effekte aufgenommen habt. Das könnt ihr mit dem Profiler über USB-Audio machen. Die USB-Audio-Funktion am Profiler könnt ihr auch für das Reamping benutzen. Ihr benötigt dafür keine Zusatzgeräte, nur die Verbindung von Profiler und Computer über USB. Um Reamping zu nutzen, muss natürlich eine Gitarrenspur in eurer DAW bereits aufgenommen worden sein. Das sollte eine pure Gitarrenspur sein, also nur die Gitarre, ohne Amp und zusätzliche Effekte. Wie man so eine Spur mit dem Profiler und USB-Audio aufnimmt, wird im ersten Video zur USB-Audio-Funktion erklärt. Hier ist die Aufnahmespur von einem direkten Gitarrensignal, das gleich mit Reamping neu aufgenommen werden soll. Ihr hört nur die Gitarre, die Spur ist im Solo-Modus. Die Reamping-Funktion wird im Output-Menü auf der USB-Audio-Seite aktiviert. Ihr drückt den Output-Taster und navigiert mit den Page-Tastern zur USB-Audio-Seite. Aktuell steht der Profiler noch auf Amp Recording. Im Modus Amp Recording ist die angeschlossene Gitarre mit dem Eingang des Profilers verbunden. Um die Reamping-Funktion zu aktivieren, drückt ihr den Soft-Button 2. Dann ist Reamping dunkel unterlegt und Amp Recording nicht mehr. Jetzt ist das Ausgangssignal der DAW auf den Eingang des Profilers geschaltet. Die angeschlossene Gitarre könnt ihr nicht mehr hören. Die ganzen Einstellungen könnt ihr selbstverständlich auch über die Output-Seite im Rig Manager vornehmen. Zum Reamping mit dem Profiler Head ist es notwendig, die direkte Gitarrenspur in den Solo-Modus zu schalten. Denn alle weiteren aktiven Spuren würden sonst ja auch durch den Profiler laufen und das will man beim Reamping von einer Spur nicht haben. Jetzt hört ihr die aufgenommene pure Gitarrenspur per Reamping durch das angewählte Rig im Profiler. Ihr könnt nun den Sound am Profiler einstellen. Die Lautstärke der DI-Spur habe ich in der DAW auf 0 dB eingestellt. Das entspricht dem Pegel der Gitarre, wenn man die pure Gitarrenspur auch in der Form über USB-Audio mit dem Profiler aufgenommen hat. Achtet dabei darauf, dass Clean Sense im Input-Menü auf 0 dB steht. Wenn der Sound für euch passt, dann könnt ihr das Signal auf eine neue Spur aufnehmen. Über Reamp Source könnt ihr wieder auswählen, welche Signale ihr zum Aufnehmen an die DAW schicken möchtet. In der Regel nimmt man Stack oder Master Stereo, denn das DI-Signal ist ja bereits aufgenommen. Ich nehme Master Stereo, denn ich möchte das Rig mit allen Effekten in Stereo aufnehmen. In der DAW erzeuge ich nun eine neue Stereospur mit Input 1-2 als Eingangsquelle. Schalte die Spur scharf, drücke Aufnahme und das Ganze wird aufgenommen. Wenn ihr mit dem Profiler und USB-Audio aufnehmt, dann könnt ihr selbstverständlich auch andere Signalquellen durch den Profiler laufen lassen. Zum Beispiel Drums verzerren und dem Original-Drum-Signal hinzumischen. Oder den Gesang für eine kurze Passage durch einen Marshall-Profil schicken. Das geht alles, wie ihr gesehen habt, ohne großen Stress und aufwendige Verkabelungsaktion.
Spursolo schalten, im Profiler Reamping aktivieren, dann den Sound am Profiler einstellen und auf eine neue Spur aufnehmen. Ihr müsst natürlich nicht die komplette Signalkette mit dem Amp-Profile nutzen. Ihr könnt den Profiler auch als Effektgerät einsetzen und zum Beispiel eine Gesangsspur durch einen Reverb schicken. Der Rest der Signalkette ist deaktiviert. I tear it all down, tear it all down. I tear it all down for you. I tear it all down, tear it all down. I tear it all down for you. I tear it all down, tear it all down. I tear it all down for you. I tear it all down, tear it all down. I tear it all down for you. I tear it all down, tear it all down. I tear it all down for you. I tear it all down, tear it all down. I tear it all down for you.